Ganz schön windig war es im Borussia-Park, aber Spieler wie zum Beispiel Ruhl Brauers stört so ein bisschen Wind natürlich nicht. Der steht trotzdem immer gerade und sorgt, auch wenn er mal eine Weile nicht gespielt hat, für eine stabile Abwehr. Durch die Verletzung von Martin Stranzl war er ja auch beim 2:0-Sieg gegen Nürnberg wieder von Anfang an mit dabei. Ja, ich denke, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Die erste Halbzeit haben wir, denke ich, auch gemerkt, war hier und da noch ein bisschen, wo die Spielpraxis vielleicht doch gefehlt hat, aber ich denke, die zweite Halbzeit habe ich, denke, gut gespielt und 2:0 gewonnen, dann kann man zufrieden sein. Sicher, wenn man lange Zeit nicht gespielt hat und man hält die 0 und gewinnt, dann ist man, denke ich, zufrieden. Ruhl Brauers ist seit 2007 bei der Borussia und man konnte sich auch immer auf ihn verlassen, auch wenn er zuletzt lange nur die zweite Geige in Mönchengladbach spielte. Er fühlt sich hier wohl und hätte eigentlich auch weiter nichts dagegen, noch über den Sommer hinaus hier zu bleiben. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das noch klappt, aber ja, das habe ich leider nicht ganz selber in die Hand, aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ja, ich meine, Borussia hat angegeben, dass sie im Moment nicht verlängern wollen. So, da muss ich davon ausgehen, dass es hier im Moment nicht klappt. Und dann ja, muss ich sowieso weiterschauen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich immer gut zu wissen, wo man dran ist für nächste Saison. So, wir gucken das ruhig, welche Vereine da sind. Und es muss natürlich auch ein Verein sein, der zu mir passt. Und da werde ich mich etwas aussuchen, was gut ist für mich und auch für meine Familie. Das ein oder andere Angebot habe der Niederländer auch schon, aber er macht sich selbst keinen Druck, sondern will sich noch komplett auf die Borussia konzentrieren. Weil das immer schwer zu planen. Ich meine, viele Mannschaften haben noch nicht den Kader für nächste Saison fertig und das kommt vielleicht erst in Mai oder Juni. Aber ich habe nicht richtig ein Datum festgesetzt, vor dann muss ich irgendwo unterschrieben haben. Aber ich gucke ruhig, was kommt, und wenn etwas ganz Interessantes kommt, dann will ich das natürlich auch machen.